Hallo, schönen guten Abend. Hier sind wir wieder bei Take Action, der neuen Fragerunde von mir mit Unternehmerinnen und Unternehmern, wie sie den Weg ins Unternehmertum gefunden haben und weil ich selber dazulernen will. Heute zu Gast ist Simone Jansson. Hallo Simone. Hallo, Anja. Du sitzt heute, das ist nämlich ein kleines Experiment, was wir heute auch hier durchführen. Du sitzt nämlich mit dem Handy im WLAN-Sektor und wir wollen versuchen, hier ein Gespräch aufzubauen. Mal schauen, ob das irgendwie soweit funktioniert, aber ich denke, es funktioniert. Also, ich fange gleich mal an mit der ersten Frage und insofern werde ich das auch gar nicht hier einblenden, sondern ich werde das einfach hier formulieren, wer bist du und was machst du? Wie erklärst du das deinen Freunden und Verwandten? Also ich bin Journalistin und Bloggerin und vornehmlich mittlerweile immer mehr Bloggerin. Ich betreibe berufebilder.de, das ist laut Zeit Online eines der meistgelesenen Blogs für Beruf, Bildung und Karriere. Wir kooperieren mit dem FAZ-Institut seit kurzem. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren selbstständig. Ich habe eine Reihe von Büchern geschrieben über Existenzgründung und habe dann mit dem Bloggen angefangen, eher so als Zeitvertreib. Dann immer mehr mich darauf fokussiert. Und finde mittlerweile das Bloggen eigentlich mit die beste Idee, die ich jemals hatte. Wie ich das anderen Leuten erkläre, ich glaube, ich habe aufgehört, das anderen Leuten zu erklären, weil es einfach so komplex ist, was ich mache und ich so viele verschiedene Sachen mache und auch verschiedene Themen mache. Also mein Hauptschwerpunkt ist Beruf und Bildung, aber den kann man sehr weit fassen, was auch meinem Charakter sehr entgegenkommt. Und ich mache es einfach. Also ich erkläre es gar nicht mehr großartig. Okay. Wie siehst du dich selber? Siehst du dich als Unternehmerin oder als Freelancerin oder wie würdest du dich selber so einsortieren? Doch eher als Unternehmerin, weil Okay. ich finde Freelancer, dem haftet doch immer so ein bisschen was so als Einzelner gegen den Rest der Welt an und auch Freelancer haben auch immer noch diesen Stellenwert, dass sie nicht so wirklich unternehmerisch denken. Und ich finde eigentlich, dass man gerade auch als Freelancer, man muss einfach unternehmerisch denken und man muss, was weiß ich, zum Beispiel Gehaltsverhandlungen, also Honorarverhandlungen führen und solche Sachen und das ist wichtig. Und ich finde diese Freelancer-Schiene, das ist immer noch hat so den Stellenwert von schlechteren Angestellten. Das ist immer noch nur dieses Denken, was dem anhaftet, und dagegen wehre ich mich so ein bisschen. Also ich finde, man sollte wirklich sich als Unternehmer betrachten. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen berichten, was waren so die wichtigsten Schritte für dich ins Unternehmertum? Also wie bist du da so vorgegangen? Bist du das gezielt angegangen oder bist du eher zufällig da drin gelandet? Naja, insofern zufällig, dass ich eigentlich schon im Studium gemerkt habe, dass ich nicht gerne angestellt arbeite. Also vom Typ, vom Charakter her bin ich einfach jemand, der sich nicht gerne was sagen lässt. Und deswegen habe ich dann nach einem kurzen Intermezzo als Angestellte beschlossen, ich mache das jetzt einfach. Und dabei bin ich dann auch einfach geblieben. Auch immer mit der Überlegung, wenn das dann mal irgendwann zwischen dem nicht lief, zu denken, okay, angestellt sein wäre nichts für mich, das muss jetzt einfach klappen. Und so ist das dann einfach weitergelaufen. Wie bin ich vorgegangen? Ich hatte damals eine Freundin, die sich selbstständig gemacht hat, und die hat mir so ein bisschen Mut gemacht, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Also im Nachhinein denke ich, das war vielleicht ein bisschen blauäugig. Man hätte sich auch ein bisschen besser vorbereiten können und man hätte auch bestimmte Sachen ein bisschen anders anpacken können, aber es hat mir so ein bisschen die Angst davor genommen, zu denken, oh Gott, jetzt mache ich mich hier selbstständig. Und dann bin ich einfach Schritt für Schritt vorgegangen. Also das Unternehmen wächst ja auch einfach mit der Persönlichkeit, mit den Erfahrungen. Das bedingt sich für mich auch gegenseitig. So, letztendlich ist ja das Unternehmen, gerade als Freelancer oder als Einzelunternehmer, ist das Unternehmen ja eigentlich sehr stark von der Persönlichkeit abhängig, weil das ganze Geschäftsmodell auch sehr stark auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Was natürlich auch gewisse Risiken birgt, wenn das dann expandiert und man plötzlich merkt, man kommt allein nicht mehr klar und muss dann andere dazu holen, dann fängt es an, schwierig zu werden. An welchem Punkt würdest du sagen, hast du so die Schwelle überschritten vom Freelancertum zum Unternehmertum? Ich denke mit dem Blog. Also, dass ich gemerkt habe, ich baue das Blog aus, weil man vorher ja auch immer noch so in dieser Schiene war, als Journalist zum Beispiel einen Artikel anzubieten und zu sagen, ich arbeite halt im Auftrag und dann ist man immer in so einer gewissen Abhängigkeit. Und als ich dann das Blog hatte und wirklich gemerkt habe, ich kann dann machen, was ich möchte, kann die Themen selbst setzen, kann dann irgendwann hatte ich dann auch Autoren, die für mich gearbeitet haben. Da hatte ich so ein bisschen da habe ich diese Schiene verlassen, also da bin ich halt übergegangen zum Unternehmer. Und
kann auch mittlerweile ganz anders auf einer ganzen anderen Ebene mit möglichen Auftraggebern verhandeln, weil ich halt immer weiß, ich bin nicht davon abhängig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wie bloggst du denn? Bist du so, hast du direkt angefangen, sehr zielgerichtet zu bloggen mit deinem Ziel berufebilder.de oder hast du erstmal so von dir aus angefangen und eher so deine Perspektive eingebracht? Also gibt es da für dich einen Unterschied zwischen deiner Perspektive und der beruflichen Perspektive? Also erstmal finde ich schon, dass Bloggen was sehr Persönliches ist. Also dass ich ist ja auch gerade der Blog ist ja, lebt ja auch von der eigenen Meinung. Aber angefangen habe ich tatsächlich, weil ich einfach meine ganzen journalistischen Artikel online stellen wollte. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass das gut läuft und habe dann weitergemacht. Also ich wurde dann plötzlich über Google gefunden und das, also ich hatte so Erfolgserlebnisse und dann bin ich halt ehrgeizig geworden. Aber insofern war das schon immer, also ich habe nie so, war nie so der, ach ja, ich schreibe jetzt mal meine persönliche Meinung ins Netz. Das war bei mir nie so das Motivation, sondern es war von Anfang an schon der unternehmerische Gedanke dahinter, dass ich damit was erreichen wollte, dass ich damit auch Geld verdienen wollte. Und dass ich gesagt habe, ich will halt irgendwie mich unabhängig machen, vielleicht auch von den klassischen Medien, dass ich was Eigenes machen kann. Ja, und so hat das dann, so ist das dann weiter gewachsen. Und ich habe am Anfang, habe ich zum Beispiel auch angefangen, eine Website, also ich wollte am Anfang nur eine Website haben und jemand sagte auch, WordPress sieht doch immer gut aus, mach das doch mal. Und dann habe ich so mit WordPress angefangen und wollte auch eine Website machen und die Bücher, die ich geschrieben habe, zu bewerben. Und mittlerweile ist es umgekehrt. Wir bewerben die Bücher die Website. Also man kommt mit Büchern doch noch ganz gut in die Presse und dann schaue ich aber auch immer oder frage auch immer, ob sie eben das Blog noch mit erwähnen würden. Und das ist immer sehr hilfreich dann. Dein Blog, der ist ja wirklich sehr professionell. Ist das so, ist das primär dein Marketinginstrument oder verdienst du tatsächlich auf dem Blog selber so dein Haupteinkommen quasi? Mittlerweile ja. Also vorher, bis vor einiger Zeit war es tatsächlich nur ein Marketinginstrument und ich habe seit einem Dreivierteljahr habe ich tatsächlich ein Geschäftsmodell, nämlich das heißt Native Advertising. Also das heißt, ich lasse mir von potenziellen Kunden Beiträge auf dem Blog bezahlen. Und das steht dann auch gekennzeichnet neben dran und ja, das läuft sehr gut. Also das war mit das beste Geschäftsmodell, was ich je hatte, muss ich gestehen. Das läuft einfach wirklich, weil ich lange, also ich hatte ja durch die journalistische Tätigkeit unter anderem für Zeit Online, hatte ich auch sehr gute Kontakte jetzt in verschiedenen Bereichen und ich habe lange überlegt, was ich diesen Kunden anbieten könnte als Dienstleistung. Und dann war das eigentlich auch das, was ich am besten kann, muss ich, also sagen wir mal so, wie man schreibt und wie man Sachen so darstellt, dass sie auch gelesen werden, das kann ich gut. Es gibt andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Workshops geben oder so, in denen ich nicht so stark bin, wo ich dann einfach sage, das habe ich so ein bisschen zurückgefahren für mich. Das ist interessant. Also deine Workshops sind dann quasi so auch so eine Art Marketing im Grunde nur für deinen Blog. Also im Grunde ist der Blog so der Hauptmotor in der Zwischenzeit. Also das Blog ist der Hauptmotor und wenn ich Workshops oder wenn ich Vorträge bekomme, dann mache ich die auch und nehme dafür auch. Also das nehme ich nicht als Marketing. Das ist einfach, dafür ist es mir auch zu viel Aufwand, muss ich ehrlich sagen. Man muss sich ja doch immer sehr auf die Leute einstellen. Sondern ich mache eben Vorträge und das ist auch was, was nie so wirklich funktioniert hat, fand ich, dass eben die Vorträge das Blog bewerben. Also dass man im Vortrag sagt, hier, das ist mein Blog und dann rennen alle Leute und gucken, was der Blog macht, das hat sowieso nie ganz geklappt. Davon bin ich auch abgekommen. Sondern ist es wirklich, der Blog ist das Hauptmarketinginstrument und aber auch mittlerweile das Geschäftsmodell und ja, und die Workshops und Vorträge und sowas, das läuft so nebenbei, wenn das mal kommt. Ist dann noch eine Frage zu dem Blog, weil ich glaube, das wird auch einige interessieren. Ist bei dir eher die Quantität der Audience, des Publikums entscheidend für deine Sponsoren oder ist es die Qualität deines Publikums, weil halt bestimmte Personen da drauf schauen? Ich glaube, dass immer noch die Quantität leider sehr stark, also sehr wichtig ist. Allerdings ist der Vorteil von meinem Blog, dass er halt in einer bestimmten Szene, also im Personalbereich, relativ bekannt ist und auch gelesen wird, was ich immer wieder in den Rückmeldungen auch merke. Und insofern gucken die Leute auch schon auf die Qualität und gucken, also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren, ich hatte am Anfang, also man fängt hier an mit so einem Blog auch, macht ja auch Suchmaschinenoptimierung und dann ist so diese Regel, dass man da möglichst viel draufhaut. Also je mehr man reinstellt, desto besser läuft es für die Suchmaschine. Und damit habe ich irgendwann aufgehört, weil ich irgendwann dachte, das schaffe ich nicht mehr, das ist mir auch zu blöd, dann irgendwie was zu machen. Und seitdem läuft es bei mir besser.
weil ich wirklich halt auch gemerkt habe, dass die Leute diese Qualität, auf die ich dann achte, honorieren. Und mittlerweile bin ich auch immer stärker dabei, auch bei den Autoren. Es gab eine Zeit lang, da war ich immer froh, wenn ich Texte von Autoren bekommen habe. Das ist jetzt auch vorbei. Ich gucke eben sehr stark, dass die Qualität stimmt und auch bei bezahlten Beiträgen gucke ich, dass die Qualität stimmt. Also da mache ich auch nicht alles, weil ich sage, es ist wichtig, dass die Leser nicht irgendwelchen Werbemüll vorgesetzt bekommen. Das ist wirklich interessant. Ich gehe mal eine Frage in meinem Fragenkomplex weiter. Welchen Fehler hättest du denn dir im Rückblick gut schenken können, wenn du es vorher besser gewusst hättest gleich? Ich glaube, dass Fehler eigentlich immer gut sind, damit man was daraus was lernt. Aber was ich mir hätte schenken können, wäre vielleicht, dass ich habe noch zu lange an diesem alten Geschäftsmodell festgehangen, also an Printmedien. Also ich habe sehr lange, sag mal so die ersten 3, 4 Jahre meiner Selbstständigkeit immer noch gedacht, Internet ist so, naja, nicht so wichtig. Weil das jetzt denken ja viele, das ist bei Journalismus ja heute noch bei vielen so, das kippt so langsam um, aber ich habe, das ist halt immer noch diese Haltung, Internet ist so zweite Klasse. Das merkt man auch bei Kunden, wenn die irgendwie PR-Fragen haben, dann wollen die auch immer irgendwie gerne mal fragen, dann auch, ob es möglich ist, dass man sie in Printmedien übernimmt, was ich natürlich dann verneine, aber viele wollen das immer noch. Und ja, und ich habe halt damals, ich habe dann gedacht, naja, mache ich das so und habe mich dadurch auch immer in so eine Abhängigkeit. Und erst als ich selbst gemerkt habe, was ich selbst durch das Blog eben erreichen kann, da wurde ich auch unabhängiger. Und das ist was, wo ich denke, hätte ich da mal früher drauf eingeschwenkt. Also das wäre einfach besser gewesen, wenn ich das früher gemacht hätte. Also auf sich selbst einfach vertrauen und sagen, okay, das kann ich, das mache ich jetzt. Was ich empfehlen würde. Jetzt auf die andere Seite der Medaille, was musstest du dir erst aneignen, was du vielleicht in der Schule, Hochschule nicht gelernt hast und wie hat das dein Leben dann verändert? Also gab es da so irgendwie so einen Schlüsselmoment? Schlüsselmoment nicht, das kam eher so mit der Zeit, dass man eben dann auch zwangsläufig anfängt, sich mit der ganzen Technik zu beschäftigen, also mit Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel. Und da habe ich auch lange gedacht, das ist irgendwie Blödsinn. Oder ich habe da keine Lust zu gehabt, auch einfach, weil es wirklich furchtbare, also viel Arbeit ist. Ich habe aber irgendwann gemerkt, wie wichtig das ist, dass man sich mit diesem ganzen technischen Hintergrund auskennt. Und wie wichtig ist das auch, dass ich das selbst mache, weil ich es dann auch in der Hand habe. Das ist so, es gibt Leute, die bezahlen dann einen Programmierer. Ich glaube einfach, dass das Blog nicht so gut laufen würde, wenn ich das jetzt, weil ich mich auch immer, also dann sehr viel rumexperimentiert habe, wo auch sehr viel Zeit bei drauf gegangen ist. Das ist der Nachteil. Also, ja. Ich denke, das ist aber was, wo ich in der Hochschule, ich habe mittelalterliche Geschichte studiert und Vor- und Frühgeschichte, das lernt man in der Hochschule nicht. Also das ist... Ich fürchte, das lernt man heute noch nicht. Was empfiehlst du den anderen, also ist das so dein Leidenschaftsthema? Also du kommst dann aus der, wie hast du gesagt, was für eine Geschichte hast du studiert? Mittelalterliche Geschichte. Und mittelalterliche Geschichte. Wie kommt man dann zur Berufebildung? Also ist das so dein Herzensthema, wo, oder hast du nur gemerkt, da komme ich irgendwie an Publikum ran? Ja, genau. Ich wollte einfach, ich habe damals halt überlegt, also mir war klar, ich hätte zum Beispiel damals gerne Reisejournalismus gemacht. Das war so Reise und Kultur, wovon man so halt träumt. Ne? So, und dann habe ich aber gedacht, ich hatte dann während des Studiums für Abi Berufsformmagazin geschrieben von der Bundesagentur für Arbeit und dachte, naja gut, damit kann ich das vermarkten, so ein bisschen. Ich brauchte halt, es hieß immer, man braucht als Selbstständiger ein Spezialthema, also habe ich damals damit angefangen. Heute ist es tatsächlich so, dass ich nach kleinen Ausflügen in die Reisebranche froh bin, dass ich kein Reisejournalist geworden bin. Warum? Das wäre mir, glaube ich, mittlerweile zu langweilig. Also ich finde das einfach so ein bisschen, ja, es ist nett und Reise und Kultur finde ich ein nettes Thema, aber ich finde es mittlerweile schon interessant, sich wirklich über Themen zu unterhalten, Leute auch interessieren über gesellschaftlich relevante Themen, über politische Themen und das ist halt bei Beruf und Bildung viel eher gegeben. Das ist auch einfach, ich mache ja auch nicht nur die klassischen Karriere-Themen, sondern wirklich auch Social Media und auch diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die damit zusammenhängen. Und das ist, oder zum Beispiel werde ich nächste Woche in der ARD interviewt zum Thema Fachkräftemangel. Das ist eine Diskussion, die auf meinem Blog losgegangen ist oder mit losgegangen ist, wo dann Leute plötzlich eine Initiative gegründet haben, um sich gegen bestimmte gesellschaftliche Missstände zur Wehr zu setzen. Und das ist einfach hochspannend, finde ich, was dann plötzlich so passiert. Also das möchte ich nicht hier missen, muss ich sagen. Was würdest du denn anderen empfehlen, dass, wenn sie so auf der Suche sind nach einem Thema, was sie so richtig fesselt, sodass sie da die nächste Zeit mit sich intensiv beschäftigen wollen? Also ich glaube, dass jedes Thema auf dieser Welt langweilig werden kann. Also wenn es auch das allergeilste Thema ist, was man sich vorstellen kann, und dann man denkt sich, oh ja, jetzt hier Reisegeschichte oder sonst irgendwas, wo viele Leute auch denken. Also ich würde versuchen, eine Möglichkeit, irgendwas zu finden, was den eigenen Interessen entspricht. Damals habe ich zum Beispiel gedacht, Bildung,
ich kam ja gerade frisch vom Studium, ist gut, da kennst du dich mit aus. Mittlerweile mache ich eigentlich kaum noch Hochschulthemen, logischerweise, weil ich da komplett raus bin. Also eine Mischung finden zwischen dem Thema, was einem am Herzen liegt und was aber auch trotzdem für den Markt irgendwie gängig ist, also was man irgendwie vermarkten kann. Das ist wichtig. Das ist so eine Diskrepanz. Also es gibt da sehr unterschiedliche Richtungen. Die einen sagen immer, du musst das machen, was du willst, damit du irgendwie auf dem Markt irgendwie bestehen kannst. Ich habe am Anfang gemerkt, wenn ich nur noch im Markt gehe, wird es auch schwierig. Also das habe ich nämlich am Anfang gemacht, dass ich also ganz klassische Karrierethemen mache und dann erstens bin ich furchtbar unzufrieden damit geworden, weil auch Karrierethemen sind furchtbar lang, können sehr langweilig sein. Also sie können so, wenn man 10 Tipps für wie reden Sie mit Ihrem Chef macht und das 20 Mal, dann ist das einfach totlangweilig. Man muss eben schauen, dass man das sich auch interessant macht. Also man kann auch vielleicht ein langweiliges Thema interessant machen oder man kann immer wieder neue Aspekte an dem Thema finden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, also das ist auch das, was mein Blog, glaube ich, auch ausmacht, dass ich dann nicht nur die klassischen Karrierethemen mache, sondern auch das Thema sehr breit gefächert habe und dann wirklich auch, was weiß ich, weil wir sagten Reisejournalismus, also ich habe dann so Berufsreportagen aus anderen Ländern mit reingenommen oder ich schreibe eben über Social Media, ich habe auch schon über Kinofilme geschrieben, die The King's Speech zum Beispiel, da habe ich was drüber geschrieben, weil das mit Stottern zu tun hat oder was dann wieder zum Thema passt, also so kann man das auch sich erschließen. Und wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man so ein Thema hat, wo man mit dem man sich auskennt, wo das einem selbst irgendwie liegt, aber das eben auch am Markt bestehen kann. Und das, ja. Mhm. Gut, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wir haben noch zwei kurze Fragen. Welches Tool ist dir das Wichtigste für deine Arbeit und welches würdest du jetzt anderen empfehlen wollen? WordPress natürlich, also mein Blog, weil ich halt sage, das ist das, wo eigentlich bei mir der Grundstock für alles ist und alles andere wird dann über WordPress bespielt, also die ganzen sozialen Netzwerke. Empfehlen, ja, ich finde es schwierig, Leuten ein Tool zu empfehlen, auch so zum Teil. Es gibt ja alles mögliche, Zeitmanagement, Projektmanagement, da muss jeder gucken, was er braucht. Das finde ich, ja. Ja, aber WordPress ist schon, glaube ich, auch... Ist eine gute Empfehlung, kann man nichts falsch machen. Auf der eigenen Seite einfach sehr viel selbst gestalten, das finde ich wichtig. Also es gibt ja Leute, die machen dann eine Facebook-Seite und da kannst du einfach nicht so viel machen mit, als wenn du jetzt ein eigenes Blog hast. Jetzt noch mal eine Standardletzte Frage, was machst du jetzt im Anschluss? Feierabend? Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen zu tun. Also das mit dem Feierabend, das ist tatsächlich mittlerweile ein bisschen schwierig, weil man ist schon als Selbstständiger sehr in seinem Job drin. Ich weiß, was du meinst. Das kenne ich. Ich danke dir ganz herzlich, Simone. Es war schön, dass das geklappt hat. Ja. Und ich fand eigentlich, dass es sehr gut läuft mit dem Handy. Ja, das war bis vor ein paar Monaten noch gar nicht möglich bei Hangouts. In diesem Sinne, auch nächste Woche werde ich versuchen, wieder einige eine Serie irgendwie auf die Beine zu stellen. Macht's gut und bis demnächst. Bye, bye. Ja, tschüss.